Möwen gibt's in Berlin nicht, ne? Oder? Gibt's Möwen in Berlin? Gibt's schon, ne? Wo kommen die eigentlich her? Von der Ostsee. Von der Ostsee, ganz? Krass. Ich habe dir gesagt, das ist das letzte Mal. Du verpisst dich jetzt am besten Mal. Trinke den lecker, guck dir an, daran zu denken. Ja, unser Sound war jetzt kein Plan, ehrlich gesagt. Das ist einfach passiert im Endeffekt. Ich glaube, bei uns ist einfach der Style so ein bisschen frei, an die Sachen heranzugehen. Und halt so ein bisschen so unvoreingenommen oder überhaupt zu denken, wir machen jetzt den Sound, wir machen das, oder wir wollen uns so präsentieren oder so, oder irgendwie die und die sein oder die und die. Also so image-mäßig, das ist mir alles ein bisschen egal oder offen auf jeden Fall so. Und das ist vielleicht so ein bisschen was die Leute feiern, kann ich mir vorstellen. Also, das ist auch das, was mir am meisten Spaß macht. Dich nicht mehr, Currywurst an der Bude und Pommes mit Mayo. Yay, ayo, Abakadanskin, das ist mein Kayo. Pack die Sachen jetzt, die ich gar nicht wissen will. So krass, dass ich dich immer noch nur küssen will. Das ist Jan Meyerlang noch hier, den haben wir gerade getroffen. Am Eck, an unserem guten alten Eck. Das ist auch bei uns auf Obertikoll Records. Wir holen gleich nochmal die anderen Jungs ab. Eben klingelt man sich sogar wirklich noch aus der Haustür raus. Das machen wir gleich. Nochmal an unser Corner. Okay. Okay, Baby Boy. In Bremen gibt es dieses Gesehen und Gesehen werden, das gibt es fast gar nicht. Das ist so, ja, so irgendwo unvor. Also echt dadurch. Also das ist nicht so. Ich habe das Gefühl, das steht immer zwischen den Leuten, dass man so ein bisschen erstmal abcheckt, wer bist du und was für coole Klamotten hast du an hier und da. Und das kenne ich hier nicht. Das passiert überall in jeder Stadt. Gentrifizierung. Alles soll schicker werden, alles soll in Wert gesetzt werden, alles soll verwertbar gemacht werden im Endeffekt. Ne? Das ist mega kacke, aber ich weiß, mir ist noch keine Lösung eingefallen dagegen. Alles wieder dreckig machen, würde ich sagen. Ja, ich werde oft gefragt, ob wir provozieren oder was parodieren oder sowas und so. Das ist jetzt nicht sich darüber lustig machen im Endeffekt, sondern wir feiern das und haben dann Bock, das zu machen. Und wir meinen auch die Texte eigentlich ernst. Natürlich übertreibt man ab und zu mal. Macht, glaube ich, jeder Rapper. Aber ich finde es auch so lustig, weil voll viele reden darüber, dass die Leute abknallen mit Drive-By hier und da. Und da fragt auch niemand mehr so, meinst du das ernst? So, weil das einfach so, ja, das ist Rap, so nach dem Motto. Nur weil man halt mal andere Themen anspricht, ist man gleich ein Kunststudent oder was. Also keine Ahnung, so. Also weil man halt, finde ich strange, weil wieso muss man immer über das gleiche reden? Also Haus, Bitches, Money, hier und da mache ich halt nicht, weil damit habe ich nichts zu tun, keine Ahnung, so, ne? Ja, aber ich wollte jetzt nicht Kunststudenten wissen, wollte ich nur mal genau so sagen. Und auch nicht Kunst an sich, sondern einfach dieses starre Denken.